Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. So, in dieser Folge machen wir uns auf zum Grund des Sees. Und zwar zu diesem Wassertempel. So, dann müssen wir erst noch ein bisschen rumschwimmen, bis wir dort sind. So. So, fast da, jetzt nach unten. Da können wir auch ein paar Felsen kaputt machen, sehe ich gerade. So. So, wer bist denn du? Siehst du die Luftblasen, die vom Boden des Sees aufsteigen? Es ist gefährlich, sich ihnen zu sehr zu nähern. Die Strömung drückt alles Mögliche nach oben. Aha, okay. Dieses Gewand stammt doch von uns Zoras, das Gewand des Helden. Bist du etwa... Du kommst gerade recht, weißt du, ich stelle Bomben her. Es ist vermessen, dich so etwas zu fragen, aber hast du schon mal von Wasserbomben gehört? Sie sind äußerst gefährlich, aber jemand wie du wird ganz bestimmt gut damit umgehen. Und sie werden dir sicher von Nutzen sein. Für 90 Rubine kannst du meine Wasserbomben erwerben. Ja, kaufe ich mal. Gut, dann lege ich dir die Bomben, deine Bombentasche. Komm einfach vorbei, wenn du wieder Wasserbomben benötigst. Dankeschön. Wie viel habe ich jetzt? 15. Toll. Gut, dann... Benutzen wir die mal. Kaboom. Kann ich die Dinger hier eigentlich auch kaputt machen? Nö. So, aber hier vorne ist noch eins. So, gut, dann zum Quatschen haben wir bloß noch den da. Hallo. Jenseits dieses Felsens befindet sich das für uns geheiligte Land. Früher nannte man diesen Ort den Zora-Schrein. Aber jetzt sind finstere Wesen hier eingefallen und haben ihn in einen Hort des Bösen verwandelt. Wir konnten nichts anderes tun, als den Eingang mit einem Felsen zu verspüren und sie im Inneren einzuschließen. Okay. Dann mache ich den Felsen noch einmal wieder weg. Bloß wie? Ah, ich glaube, ich weiß warum. Oder wie? Oder auch nicht. Gut, und die Bombenpfeile kann ich auch nicht benutzen. Sehr gut, wird interessant. Die Dinger müssen ja für irgendwas gut sein hier. Hui. Oder auch nicht. So. Schwierig. Nee, da ist auch nichts.
Tja, wie kommen wir denn da jetzt rein? So, schwimmen wir wieder dahin. Ach, okay, plötzlich geht das Ding. Hey, offen. Gut, dann kaufen wir uns jetzt noch einen Vorrat der Wasserbomben und dann, jo, geht's da rein. So, ja, Wasserbomben kaufen. Dankeschön. Wie haben wir das Geld? So, und ab zum Eingang des Tempels. Komm schon. So. Okay. Gegner, wie geht's? Wir schwimmen einfach mal vorbei. Geh weg von mir. Gut, es hat nichts gebracht. So, und da sind wir. Seeschrein. Stirb du Pudding. Pudding tot. Du hast 10 Wasserbomben. Yay! So, was erhalten wir hier Schönes? Na komm, jetzt öffne den Scheiß. Dankeschön. 20 Pfeile. Also für den Fall, wenn wir nichts eingekauft hätten, hatten wir jetzt wieder genug von den ganzen Sachen. Das Ding springt auf mich zu. Stirb. So, ist hier noch irgendwo eins? Nö. Gut, der Wasserschrein. Und dann müssen wir natürlich darüber springen. Und die Tür ist offen. Ich tot. So, ist jetzt alles tot hier? Ach, keine Ahnung. So, hinein in den Seeschrein. Gut. Da unten springt ein Wasserläufer rum. Okay. Ah, das war gefährlich. Schätze, du solltest zuerst die Stalaktiten runterholen, die da von der Decke hängen. Die sehen mir verdächtig locker aus und wenn du die nur ein ganz klein wenig anstößt, kommen sie bestimmt sofort runter. Ja, das sollte eigentlich unsere Schleuder reichen dafür.
Ja, so viel zum klein wenig anstoßend. Echt jetzt mit einer Bombe? Nein! Oh Gott! Oh, verdammt! Jetzt habe ich schon wieder eine genommen. Kombinieren! So, sonst sind hier keine. Gut. So, dann könnten wir einfach mal weitergehen. Du blöder der Wasserläufer, stirb! So, tot. Warte mal, können wir dieses Ding nicht ganz praktisch verwenden? So ganz billig einfach hier Wasser reinfüllen? Nö. Dann schmeißen wir es weg. So. Gut, dann gehen wir weiter nach oben. Platsch. Ach Gott, stell dich nicht so an. Es ist gestorben, weil es nach unten gefallen ist. Trauriges Wesen. Naja, kann passieren. So, da oben ist eine Kiste. Kiste, gib mir wertvolle Inhalte. Gib. Hey, du hältst 10 Wasserbomben. Plötzlich überall. Und Pfeile. Ganz viele. So, dann weiter. Was bist du denn für ein Viech? So. Na, komm schon. Besiegt. Ja gut, dann weiter. Geld, Geld, Geld. Okay. Alles sagt mir, dass ich diesen Schalter betätigen soll. Oh Gott, da ist die Tante schon wieder. So, zuerst gehe ich aber mal nicht an diesen Schalter.
Dann sammel die ganzen Kisten hier ein. Stirb! Kiste! Hey, nochmal Pfeile. Fische? Oh Gott, das sind Piranhas. Wie geht's? So, mal kurz abtauchen. So, gibt's denn hier unten irgendwas? Sieht nicht so aus. Dann ab nach oben. So, dann gehen wir mal da hoch. So. Gut, wo ist jetzt diese Tante gewesen? Gut, da ist... Nee, warte. Gott, ich muss darüber gucken können, aber ich kann es nicht. Gut, da geht was nach oben. Und da drüben auch. Ah, das bringt uns nichts. Ja gut, dann aktivieren wir mal diesen Schalter hier. Oh mein Gott. Ich kann ja Sachen drehen. Wer möchte das denn? Das wird ja spaßig. Gut, hops. So, und... Ach, hier kann ich nicht. Gut, hier oben gibt es nichts. Okay, dann muss man auf der anderen Seite nach oben. Muss ich erstmal die Lage ein bisschen begutachten, das dauert jetzt ein bisschen. Gut, jetzt bin ich eigentlich auf der anderen Seite und sollte zumindest irgendwas finden hier oben. So ein Viech zum Beispiel. Und da ist die Tante. Puh, endlich draußen. Ach, der nette junge Mann von neulich. Schön, dich zu sehen. Reisen wir doch ein Stück gemeinsam, wo wir uns nun schon wieder getroffen haben. Gib mir einfach Bescheid, wenn du raus willst, jederzeit. Du hast die Tante wieder getroffen. Yay. Gut. Ja. Schön. Dann gehen wir mal da drüben lang. So. Kann ich eigentlich das Ding hier auch betätigen? Ja, tatsächlich. Ist ja der Wahnsinn. Und da haben wir eine Schatzkiste.
Die Dungeon-Karte, so, zeig mal her. Oh mein Gott. Nee, die will ich gar nicht sehen. Gut, was haben wir hier? 4 Stockwerke und 2 Kellergeschosse. Ist ja total toll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, das, glaube ich, wird ein größerer Tempel, der aber etwas länger dauern wird. Gut, dann, ja, gehen wir doch einfach mal hier raus. Du blödes Viech. So, was? Strom? Strom? Wo? Wie? So, hier drüben. Okay. Aha. Da kann ich wieder Sachen runterschießen. Mach ich das doch gleich mal. Plopp. Fast. So. Gut. Da kann ich nicht weiter. Muss ich mal da unten weitergehen? So. Nee, ich muss ja erstmal das Wasser erhöhen. Haha. Wie mache ich das denn? Ah. Ach nö. Kiste! Hey, einen kleinen Schlüssel. Ist ja der Wahnsinn. Trotzdem bringt mich das nicht wirklich weiter. Gut, dann müssen wir den Raum verlassen und in den gegenüberliegenden reingehen. Weil hier kommen wir offenbar nicht weiter. So. Gut, jetzt muss ich da gegenüber rüber. Ja, genau. Da muss ich aber jetzt erstmal die Treppe wechseln. Und zwar ganz einfach gegenüber. Das natürlich hier, genau hier, nicht geht. So, dann erstmal hier die Tür aufmachen. So, Viech tot. So. Ach. Stirb. Gut, dann muss ich hier die Stalaktiten runterschießen.
Treffen müsste ich sie natürlich. So, Kiste. Hey, Wasserbomben. 5 Stück. Wahnsinn. Ja, ich weiß, was die machen. Muss mir nicht jedes Mal erklären. So. Kann ich jetzt da hoch? Wunderbar. So. Nein, nicht runterfallen, ich warne dich. Und Tür offen. Gut, machen wir erstmal diesen Weg frei. Wow. Du blödes Viech. So, tot. Was soll das? So, besiegt. Gut, aber jetzt will ich erstmal in der Mitte rein. Okay. Da kann ich irgendwie runterfallen, also so ganz weit runter, da möchte ich nicht runterfallen. Hooray! Ich hab's besiegt, ich bin so toll. So, und hops. Und jetzt dadurch. Fledermäuse. So, alles besiegt und Kiste. Einen weiteren kleinen Schlüssel. Ja, Wahnsinn. Gut. Zack. So, dann mal hier speichern. Und dann würde ich sagen, genau hier an dieser Stelle machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Dann war's das für diese Folge. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.